Hallo alle zusammen. Ich wünsche euch einen wundervollen Mittwochabend. Ich komme gerade live mit der lieben Daria. Sie müsste auch gleich da sein. Und dann quatschen wir mal wieder mit euch zusammen. Und da ist sie auch schon. So, jetzt mal noch kurz überlegen. Hallo. Hallo. Oh, ich kann mich sehen. Ja. Echt? Kannst du dich auch sehen? Ich bin gerade erstaunt. Oh, krass. Das tut, tut. Müssen wir hier gleich aus Holz klopfen. Ja. Richtig geil. Ich war schon lange nicht mehr der Fall. Ja, hey, ja, echt. Geht's dir so? Gut, und dir? Ja, auch, ja auch. Jetzt habe ich gar nicht meine Skizze genommen, weil ich mir dachte, ach ja, ich sehe mich eh nicht, dann bringt's nichts. Aber gut, beim nächsten Mal weiß ich dann Bescheid. Man kann es auch ohne Skizze erklären. Eben. Soll ich mich zuerst vorstellen? Magst du dich zuerst vorstellen? Wie? Ja, gerne du. Okay. Ja, Hallöchen. Also, ich heiße Daria, ich bin 27 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin auch verheiratet und gelernte Hotelfachfrau. Und ja, wenn man den Beruf kennt, der weiß, Gastronomie bedeutet kaum Privatleben, fast immer nur Arbeiten, Feiertags, Wochenende. Und das hat mir aber früher nichts ausgemacht. Aber in meiner Elternzeit habe ich einfach gemerkt, was wirklich wichtig ist, ist die Zeit mit den Kindern, die Zeit mit den liebsten Menschen, weil die vergeht einfach so schnell und man möchte einfach jeden Meilenstein miterleben. Und ja, dann habe ich eben nach einer Möglichkeit gesucht, wo ich eben da Zeit haben kann, aber dennoch beruflichen Erfolg haben kann, weil man ist ja nicht nur Mama, sondern man ist ja auch eine Frau, die was erreichen möchte. Und da ist halt einfach so, ja, wenn man Teilzeit arbeiten gehen würde, dann ist es sehr schwierig, dass du Beförderung bekommst. Na, dann ist es so, dass du ja kaum Aufstiegschancen hast und nicht flexibel genug für den Chef bist, dann wird dich auch keiner befördern. Und würde ich Vollzeit arbeiten gehen, würde es heißen, dass ich die Kinder Vollzeit betreuen lassen muss. Und das bringe ich einfach nicht übers Herz, dass die den ganzen Tag einfach in der Krippe oder Kindergarten sind. Ja, und dann bin ich eben auch durch Instagram auf eine andere Mama gestoßen, die das jetzt mittlerweile hauptberuflich macht und fand das sehr interessant und dachte mir, warum eigentlich nicht? Ich habe keinen Vertrag, was ich unterschreibe, ich habe kein Risiko, ich kann selber entscheiden, wann ich was mache, wie ich es mache und vor allem mit wem ich das auch starten möchte. Und ja, mittlerweile ist es so, dass ich mit meinem Teilzeitjob verdiene, aber ich weiß ganz genau, nach oben ist definitiv keine Grenze gesetzt und ja, das Zusatz natürlich dazu ist noch das Auto, was man darf durchfahren. Mein Mann war ein bisschen skeptisch am Anfang, weil er dachte, ja, mach mal, schau, was dabei rauskommt. Aber sobald, seitdem wir das dann mit dem Auto da hatten, hat er gemeint, ja, okay, klappt ja doch, ne? Nur kurz am Rande für das Auto, damit auch alle Bescheid wissen. Normal würde das Auto, wir fahren ein VW Tiguan, einen 600 Euro im Monat kosten. Mein Mann als Arbeitnehmer von VW würde 300 bis 400 Euro zahlen, so. Und ich zahle als LR-Partner einfach mal nur 180 Euro. Da kommt noch der Autobonus von 110 dazu. Sprich, man ist nur noch bei 70 Euro. Das ist eigentlich gar nichts für so ein Auto. Nee, also wirklich einfach nur geschenkt sozusagen. Ja, also richtig krass. Ja, ich erzähle noch ganz kurz was zu mir, denn ich habe wirklich jetzt ganz kurz angefangen. Ja, ich heiße Anna, ich bin 28 Jahre alt, ich komme hier aus München und bin selber gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, bin auch Mama und vor 3 Jahren hatte ich einen gesundheitlichen Schicksalsschlag gehabt, der mein Leben wirklich kunterbunt durchgeworfen hat. Alles, was meine Pläne sozusagen oder unsere Pläne für Familie, Zukunft und so weiter waren, wurden dann in einem Augenaufschlag sozusagen vernichtet. In dem Moment, wo es natürlich passiert ist. Jetzt ist natürlich alles klarer nach 3 Jahren. Dennoch kann ich mit dem Handicap, was ich habe, nicht wieder arbeiten gehen, beziehungsweise es sich natürlich jetzt zur Corona-Zeit umso schwieriger gestaltet, weil ich transplantiert bin. Dementsprechend bin ich zur Risikopatientin-Risikogruppe geworden.
Und da ist es natürlich deutlich noch schwieriger, aufzupassen. Also generell als gesunder Mensch ist es schon schwierig und für mich dann erst recht. Und ja, in meiner Elternzeit kam dann die liebe Daria auf mich zu, weil wir uns schon sehr, sehr lange kannten davor und hat gemeint, hier, du hast hier nichts zu verlieren, du hast hier komplette freie Zeitanteilung. Wenn du Zeit für deine Gesundheit brauchst, nimmst du sie dir. Wenn du Zeit für dein Kind möchtest, dann nimmst du sie genauso. Also wirklich komplett frei in meiner Gestaltung, in meinem Alltag. Und das war so perfekt in dem Moment, wo ich nicht lange gezögert habe, hat gemeint, so, wir machen das Ganze, weil, wie die Dage schon gesagt hat, man hat hier keinen Vertrag, kein Risiko, man verschuldet sich ja auch nichts und kann jederzeit auch aufhören, wenn es irgendwie dann doch nicht sein sollte. Aber für mich war es wirklich das Perfekte, das, was Neues ausprobiert habe, das war genau das, was ich brauchte und auch gesucht habe. Davor kannte ich es natürlich nicht, aber durchprobieren funktioniert das Ganze dann auch. Und mega glücklich dabei zu sein. Und schon 1,5 Jahre, ne? Arbeiten wir Krass, zusammen. gell? Richtig cool. Wenn man so darüber nachdenkt, dass es schon so lange her ist, kommt es einem gar nicht so lange her, aber was man schon alles Nee. erlebt hat, ne? Ja, richtig. So die Business Day, der Bootcamp, der Team Day, alles, was ja gehört ja irgendwo dazu und das ist ja richtig krass eigentlich, ne? Ja, Und wir haben ja nicht richtig. mal viel dafür gezahlt. Also zum Beispiel beim Bootcamp haben wir zwar nur das Hotelzimmer gezahlt, aber das ganze Coaching und alles drum und dran Ja, war alles umsonst. Und richtig. normalerweise gibt es ja diese Coacher, die dafür Geld verlangen, ne? Mhm. Das ist schon krass Ja, eigentlich, was ja. man da geboten bekommt. Richtig, genau. Und ja, wir sind mega happy dazu, mit dieser Company auch zusammenzuarbeiten. Ich erzähle mal was zu der Firma. Man hat es mittlerweile auch in sehr vielen Nachrichten, hört man das irgendwie tagtäglich irgendwie, dass Direktvertrieb, Network Marketing, die Branche boomt einfach richtig gerade auf. Das finde ich so krass, dass es jetzt erst zu diesem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, irgendwie rauskommt und in LR ist mittendrin, so sogar, glaube ich, wirklich ganz weit oben an den ganzen Firmen dran. Einer der größten Direktvertriebe Europas. Wir sind auch mittlerweile in 28 Ländern weltweit. Also wenn du nicht aus Deutschland kommst, überhaupt kein Problem. Du kannst es in deinem Land ausführen, aber auch in deiner Sprache. Kannst du dein Business so aufbauen, wie du das Ganze möchtest. Wir stellen Produkte her, die jeder von uns benutzt, die jeder bei sich im Bad stehen hat. Von Pflegeprodukte, von Nahrungsergänzungsmittel, von Produkten im Bereich Gesundheit, Hygiene, was jetzt momentan natürlich ganz populär ist, aber auch viele, viele, viele andere. Also es ist wirklich für jeden was dabei, Frau, Mann, Kind, alles da. Das finde ich so cool, dass man wirklich so eine große Spannweite hat hier an Auswahl. Man ist jetzt nicht sozusagen desinfiziert. Desinfiziert, ups, defensiert oder wie nennt sich das, dass man halt irgendwie das nur für Frauen was hat oder nur für Männer, sondern wirklich, das ist für jeden was dabei. Ja, ich weiß, Und was du meinst. Mir fällt das Wort jetzt auch nicht ein, bevor ich das ausspreche und noch komplett falsch sage, dass ich das liebe. ja, weißt du, wenn man jeden Man Tag ist irgendwie zehnmal gleichberechtigt. das Wort desinfizieren schreibt, hört, sagt, dann ja, dann passiert es. Aber Oh du ja. weißt, glaube ich, was ich meine. Und ja, und natürlich auch die Bestehendheit der Firma sagt natürlich vieles für sie aus. 35 Jahre auf dem Markt, erfolgreich auf dem Markt, muss man auch dazu sagen. Mit vielen Kooperationspartnern weltweit arbeiten sie schon seit Jahren zusammen. Und das ist natürlich wirklich schon Hut ab, was sie geleistet hat und was immer wieder Neues auf den Markt bringt, was viele Menschen dann doch noch erstaunt, was LR alles schafft. Oh ja, das hast du echt gut rübergebracht und alle Punkte eigentlich super erwähnt. Genau, also jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie wir überhaupt Geld verdienen. Das erzähle ich euch jetzt einfach mal. Da LR in 35 Jahren, in 35 Jahren, Ja.
in 28 28. Ländern so verfügbar ist, gibt es halt Punkte, die man sammelt, so wie bei PayPal, Payback. Payback. Mein Gott, ist nicht mehr meine Zeit. Nee, heute Heute ist der ist ganze Mittwoch. Tag schon drauf. Genau, Payback sammelt man ja auch Punkte und dann kann man sich ja für die Punkte den Einkauf bezahlen lassen oder sich was dafür holen und bla bla bla. Weil erst ist so, du fängst an vom Monat Anfang bis Monatende die Punkte zu sammeln und dann, je nachdem wie viel du gesammelt hast, wirst du im darauffolgenden Monat ausbezahlt. Das schon mal dazu. Jetzt erzähle ich euch von den zwei Möglichkeiten, die ihr habt, um Geld zu verdienen. Und zwar, wenn du zum Beispiel als LR-Partner einsteigst, hast du einen Online-Shop, was schon komplett fertig ist. Alle Produkte sind schon drin. Du musst dich eigentlich nur registrieren, einen Namen dafür ausdenken oder einschreiben, was du halt gerne möchtest, wo jeder dann weiß, ah, okay, das gehört jetzt zum Beispiel der Anna. Das ist ihr Account. Da gehe ich auf ihren Online-Shop-Link und ich weiß genau, es gehört Anna. Genau, dann kannst du über den Online-Shop eben Sachen verkaufen, wenn du es möchtest. Du kannst 40% Handelsspanne davon bekommen. Und so würde der Verkauf aussehen. Ich verkaufe jetzt selten was. Meistens ist es durch eine WhatsApp-Produktparty oder halt, wenn irgendjemand mich fragt, warum meine Wimpern so lang geworden sind, was für ein Parfüm ich trage oder welches Make-up, weil alles, was ich benutze, ist halt von L'Oréal. Deswegen kann ich auch nichts anderes antworten. Witzigerweise kann ich noch was zu erzählen. Gestern war eine Freundin bei mir und die war bis jetzt nur. Genau, das war das zweite Mal. Davor waren wir immer nur bei ihr, weil sie drei Kinder hatten. Bei uns halt nur drei Zimmerwohnungen ist immer schwierig. Und so war sie jetzt alleine ohne Kinder bei mir. Und dann hat sie Seife benutzt, LR. Und dann sieht sie im Bad, LR. Dann habe ich sie, nachdem wir rausgehen wollten, habe ich sie gemeint, ja, willst du Handcreme? Die so, ja klar, dann benutzt du so. Die riecht aber gut. Von wo ist die? Ach, warte, brauche ich nicht fragen. LR, oder? Ich so, ja, genau. Also man sieht, die Menschen kommen damit in Berührung, wenn man es sowieso dann benutzt. Und dann probieren sie es aus, die sehen es an dir und dann wollen die es auch haben, weil die es eben getestet haben oder weil du begeistert davon gesprochen hast. So kann eben der Verkauf, wie wir es machen, stattfinden. Und Richtig. dann gibt es natürlich das, was wir hauptsächlich machen, ist der Teamaufbau, um anderen Menschen einfach zu helfen und zu unterstützen, dass sie auch von zu Hause aus Geld verdienen. Und da ist eigentlich genau dasselbe. Na, du benutzt die Produkte, du bist von denen begeistert und erzählst aber noch vom Geschäftsmodell, dass andere Menschen eben auch sich die 30% sparen, den Online-Shop haben und genauso sich ein Team aufbauen können. Und durch jeden Teampartner profitierst du auch. Heißt aber jetzt nicht, wenn zum Beispiel Anna meine einzige Partnerin wäre, die, keine Ahnung, die erste, zweite, dritte Stufe erreicht und von zu Hause ganz viel Geld verdient, dann kann ich mich nicht auf Anna ausruhen, weil das wäre ja unfair, ne? Die ganzen Punkte kommen von Anna an mich heran und LR sagt so, okay, halt, stopp, geht nicht, das ist nur eine Partnerin. Ja. Du bekommst nicht so viel wie sie. Deswegen muss man halt auch mehrere Menschen erfolgreich machen. Machst du fünf Menschen erfolgreich, dann bist du schon in guter Hand. Das ist, ich bin kurz abgelenkt. Ja, dann stehst du auf jeden Fall besser da, weil du dann von mehreren Menschen profitierst und LR sagt, okay, cool, du hast fünf Menschen erfolgreich gemacht, du wirst an jeden Menschen belohnt. Was heißt erfolgreich? Die bauen sich genauso ein Team auf, man unterstützt natürlich erstmal mit dazu, die ganzen Einarbeitungen, Einschulungen, bis der Partner so sicher ist, dass er es auch alleine bei den neuen Teampartnern machen kann. Und somit entsteht eine ganz große Kette. Und diese ganzen Menschen sind ja unter einem selber dann. Und dann profitierst du natürlich davon. Und dann kannst du da vielleicht ganz, ganz unten gar nicht mehr wissen, wer da was gekauft hat, bei wem jemand eingestiegen ist. Und trotzdem wirst du davon bezahlt, obwohl du die Person nicht kennst, weil du vielleicht fünf Menschen das Ganze erklärt hast und gezeigt hast und die davon so begeistert waren, dass sie immer weiter und weiter erzählt haben. Und dann kann man es gar nicht mehr aufhalten, dass es so eine Runde macht. Jetzt fliegen hier überall Haare. Ja, nee, Gott. me mega cool erklärt. Auch ohne Skizze. Ja, funktioniert eigentlich gar nicht mehr so schlecht ohne die Skizze, ne? Ja, Doch, da irgendwie. hört man dann aufmerksamer zu, weißt Nee, auf jeden Sehr Fall gut. ist das wirklich eine Hammer-Idee, was LR sich da ausgesucht hat oder ausgedacht hat, dieses Geschäftsmodell. Finde ich auch so gerecht. Also man sollte einfach für die Leistung, die man auch erbringt, natürlich auch bezahlt werden. Ja. Und nicht nach Zugehörigkeit, nach Alter, nach Hautfarbe oder sonstiges, Oder ob du sondern beliebt genug wirklich bist bei dem Chef. genau richtig, Gibt's dir richtig. auch Also ganz oft, ne?
Genau, das stimmt allerdings. Man schuftet sich einen ab, aber dabei geht es einem wirklich sozusagen am Arsch vorbei, dem Chef, weil es sich Ja. sozusagen auf die ein oder anderen Mitarbeiter so fokussiert hat, und in den anderen einfach nichts sieht. Und hier ist wirklich jeder herzlich willkommen, in jedem ist ein Potenzial da, in jedem ist eine Wenn er es Hoffnung natürlich da. möchte, ne? Also es Ja, gibt ja richtig. auch welche, die einfach das gemütlich haben wollen und einfach denken, ah ja, schauen wir mal, was dabei passiert, lagern die Produkte irgendwo und denken, das kommt einfach so vom Nichtstun, das Genau. Geld. So Ja, also funktioniert der leider nicht. von nichts kommt nichts, ja, wie man das auch immer beim Abnehmen oder sonst irgendwo hört, ja. Also man muss was tun, man muss Geduld aufbringen, ganz viel natürlich Zielstrebigkeit, weil wenn du was erreichen möchtest, dann musst du auch mal einfach wirklich, keine Ahnung, Netflix ausschalten und wirklich was machen. Und ja, ich finde es mega, weil ich bin mega begeistert. Ich verdiene damit mein Geld, ja. Und was soll ich sagen? Ja, eben, ne? Und vor allem, man ist ja auch so oft am Handy, ne? So richtig Richtig, ja. oft. Bei Ja. uns, klar, wir können jetzt sagen, wir verdienen damit Geld. Ich gebe zu, ab und zu scrolle ich auch einfach mal durch und gucke so, okay, was gibt's so Neues? Aber die meiste Zeit gucke ich so, okay, wem kann ich noch eine Nachricht? Wer wartet noch auf eine Nachricht? Wo kann ich noch was reinsenden? Weil desto mehr wir aktiv sind, desto mehr wir ausstrahlen, also ausstrahlen bedeutet Story machen oder live gehen. Ja. Dann sehen die Menschen ja ein, dann erreicht man ganz viele Menschen, das machen wir ja eben dadurch. Und viele benutzen es einfach nur, um irgendwelche Spiele zu spielen, um sich irgendwas anzuschauen, was eigentlich verblödet, wenn ich das so sagen darf. Ja, oder ganz oft am TikTok hängen, das ist, glaube ich, so eine Zeitfalle. Oh Also, ja. das habe ich am Anfang auch gemerkt, wo ich irgendwie das entdeckt für mich habe. So, klingt ja interessant und ist lustig, die Videos und dies und das. Und dann schwuppsdiwupps sind so ein paar Stunden vorüber. Und dann dachte Das ich, hoppala, stimmt. okay, alles klar. Geht echt fix, weil du denkst dir, ah ja, noch ein Video, ha, das war lustig, noch ein Video und das war auch gut, noch eins. Genau. Und dann bist du schon drin und dann ist schon 5 Uhr morgens oder so. Richtig, richtig, Nee. genau. Aber ja, man muss halt wissen, für was man es tut. Also ihr Ja. müsst euch überlegen, warum ihr das Ganze machen wollt. Ja. Sei es mehr Zeit für die Kinder, sei es einfach für sich selber, und weil man noch nie was hatte, was einem selber gehört. Ja. Sei es, weil man sowieso keine andere Option hat, weil man gesundheitlich eingeschränkt ist oder weil einfach man im normalen Arbeitsfeld nicht klarkommt, weil man gemobbt wird, weil Ja. man dem Chef nicht gefällt oder sonst irgendwas, ist ja für alles eine gute Alternative, sag ich mal. Man muss nur Richtig. einfach das mal sehen und begreifen. Genau. Richtig. Und da draußen ist ja, glaube ich, eh so ein jetzt Nebenjob, glaube ich, so das Thema, ein zweites Standbein oder irgendwas zu haben, eine kleine Absicherung noch neben dem Hauptjob, weil es ja momentan nebenberuflich, sage ich jetzt mal, die meisten gehen Kellnern oder so im Restaurant, aber das ist ja mittlerweile auch jetzt nicht so, weil alles gerade schließt, zweiter Ja, Lockdown, mal ja. wieder. Und online ist wirklich die beste und gesündere Variante, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt, das stimmt. Also Ja. der Lockdown heute, was jetzt rauskam, fand ich auch ziemlich krass. Also ich habe das nur bis jetzt durch die ganzen Ecken erfahren. Muss mir selber das Video und das Ganze mal durchlesen. Aber soweit ich mitbekommen habe, Gastronomen sehen ja ganz schwarz, wieder Ja. alles zu, nur Lieferservice. Und ich denke mir zurück so, Gott sei Dank bin ich nicht Ja, zurückgegangen. stimmt. Ja, also ohne Scheiß, ich würde jetzt ohne nichts dastehen, weil ich jetzt wahrscheinlich die Richtig. Letzte wäre, die da wieder angefangen hätte. Und Ja. dann, ciao, mach Ja, mal, genau. bye bye. Ja. Da Guck mal, wie wird. du flexibel da, also als Mama bist du da sowieso zuerst freigestellt. Ja, Das ist einfach ja. so. Aber vom Geld wirst du da nichts mehr sehen. Nee, Also, das ist echt zu glaube schlimm ich auch einfach nicht. gerade. Und wenn, dann wäre es halt nur Kurzarbeit und in Teilzeit bekommst du halt nicht viel in der Ja, Kurzarbeit, ne? richtig. Ja, und hier kannst du trotzdem weiterarbeiten, dein Geld verdienen, Ja. ganz bequem. Ich mache das ja auch. Also ich arbeite wirklich hauptsächlich mittlerweile, da der Kleine krank ist. Der ist ja rund um die Uhr, klebt er an mir. Und mache ich wirklich nur abends. Also wenn er schläft, wenn er jetzt eingeschlafen ist, ab 20 Uhr arbeite ich durch. Bis meistens so 12 herum, also wirklich so 4, 5 Stunden mittlerweile. Durchziehen, machen, schlafen gehen, Nightmaster reinpfeifen und am nächsten Tag bin ich topfit. Hallo, mit unseren Produkten kann man gar nicht kaputt sein.
Das ist so, ich bin einfach so happy, dass ich einfach durchschlafen kann und morgens wieder fit bin. Oh ja, ich habe Das auch ist so. letztens, ich weiß gar nicht, ich glaube mit Natalie im Live habe ich gemeint, Night Mask hat mir schon super geholfen beim Einschlafen, beim Durchschlafen und so weiter. Aber durch den Kanaloe schlafe ich noch besser und ich habe mal wieder geträumt. Also richtig krasse Träume, an die ich mich an am nächsten Tag erinnern kann. Weißt du, so Schlaf, dass du halt auch am nächsten Tag, okay, das und das hast du geträumt. Das ist eigentlich schon richtig cool. Hatte ich schon echt lange nicht mehr. Ich glaube, seit den Schwangerschaften, seitdem habe ich ja so einen leichten Schlaf. Es bringt mich nichts mehr vom Bett raus, bis ich morgens nicht aufstehen muss. Sehr cool. Es ist echt geil. Na Ja. gut, Anna, ich danke Ja. dir für deine Zeit. War Ich richtig danke schön. dir auch. Ich freue Ja. mich schon auf nächstes Mal. Auf jeden Fall. Tschüssi! Tschüssi.